Und es geht direkt weiter. So, wollen wir mal die Musikanten finden, ne? Ja, die Blumen nehme ich mal mit. Wenn sie sowieso auf dem Weg hier hinlaufen. Ich hoffe, das artet nicht in Sammlerei aus. Ja, das ist ein Rehe. Rehe müssen wir ja nicht klatschen, das ist ja unnötig. Ah, der muss da hinten irgendwo sein. Aber schön hier. Wenn es ein bisschen übertrieben ist mit den Blumen. Gefällt mir aber. War ich hier schon mal? Das sieht so abgeräumt aus. Fürst Sakai, bitte kommt her. Die Geschichte von Gosaku wartet schon. Gosaku? Erzählt mir von ihm. Sehr gern, mein Herr. Vor 2,5 Jahrhunderten versetzten die Rothandbanditen aus Akashima ganz Tsushima in Angst und Schrecken. Etwa zu dieser Zeit hörte ein Bauer namens Gosaku den Geist eines toten Samurai zu sich sprechen. Er fand den Leichnam, der noch immer seine glänzende Rüstung trug. Überwältigt von der Schönheit der Rüstung, stahl Gosaku sie. Bald darauf erreichte die Rothand Gosakus Haus. Er wusste, dass die Bauern alles an die Banditen verlieren würden. Und so legte Gosaku die Samurai-Rüstung an. Die Banditen griffen an. Gosakus Schwertarm zitterte vor Angst. Er wappnete sich für den Tod. Doch Hieb um Hieb prallte von der Rüstung ab und Gosaku strauchelte nicht. Die verblüfften Banditen wichen zurück, über ihre eigenen Füße stolpernd. Eine geheimnisvolle Ruhe überkam Gosakus Körper und Geist. Beeindruckt von Gosakus Tapferkeit, lenkte der Geist des toten Samurai seine Klinge. Binnen kurzem streckte Gosaku den letzten Banditen nieder. Und die Rothand wurde nie wieder gesehen. Jahre später, als Gosaku starb, schlossen die Bauernfamilien die Rüstung sicher ein. Jede Familie besitzt einen der Schlüssel. Nun suchen erneut Schrecken unsere Insel heim. Die Bauern Tsushimas wollen Gosaku auf einem Berggipfel gesehen haben. Ausschau nach einem mächtigen Krieger haltend, der uns heute schützen kann. Unbesiegbare Gosaku. Aha. Na dann. Ich glaube, es wird auch der letzte Die Part für Rüstung ist noch heute. sicher verwahrt. Und jetzt suchen die Mongolen danach. So ein bisschen Und plündern Kopfschmerzen kriege ich Gehöfte auf schon. der ganzen Insel, um die Schlüssel zu finden. Welche Höfe haben die Schlüssel? Ja, dann sind wir bei neun Aoi. Parts. Das sind 4 Stunden Aufnahme. Das ist Iichima. doch okay. Kuta. Koshimitsu. Ohama. Und Yagata. Wenn ihr die Schlüssel findet, die Rüstung soll auf einem Berggipfel in Akashima versteckt sein. Die Mongolen werden sie nie bekommen. Dessen bin ich mir sicher, mein Herr. Aha. Ja, aber da will ich noch nicht hin. Fallensteller und Geschenkaltar. Gibt's bestimmt wieder Vorräte.
Ein Geister im Nebel. Fürst Sakai, hab Dank. Ich könnte euren Bogen verbessern. Lasst mich euren Bogen verstärken. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Ich wollte doch zum Falschen. Della. Das ist Rüstungsschmied. Wo ist denn jetzt der Fallensteller? Das ist der normale Händler. Gehe ich mal auf den Weg zum Geschenkaltar. Es ist falsch, Gewalt mit Gewalt zu vergelten, Norio. Es ist richtig, mehr Leiden zu verhindern. Wenn ihr diese Banditen tötet, rächen sich andere. Wenn wir sie nicht töten, kommen sie trotzdem. Es sind Banditen. Sorry, bei aller Liebe, aber... ist halt nun mal so. Wer wirklich auf Krawall aus ist, da ist es scheißegal, wie du dich dran verhältst. Er wird es trotzdem tun. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Nur das Beste für euch. Das ist alles, womit Weil ich es fertig, kann. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Tut mir leid. Da fehlt Dafür eine brauche Sache. Ich mehr. Tuna ist fertig, Rauchbombe ist fertig, Haftbombe, Munition und Ressourcen. Leinen, Leder. Raubtierfälle. Kann ich irgendwas kaufen bei dem? Danke. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegen. So, jetzt muss ich nur gucken, wo dieser scheiß Geschenkaltar hin ist. Wo sie den hier hin platziert haben. Ein Wunder, dass die Mongolen Kanzler Schwertdenkmäler zerstört haben. Niemand würde es wagen, Denkmäler an Kistanatsch zu führen. Mein Herr. Ist nur, ja, die muss halt erstmal suchen. Die werden halt nicht einfach so auf der Map angezeigt. Das ist nervig. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen hat's was, ne? Fürst Sakai, hab Dank. Nochmal. Shino. Ihr seid sicher angekommen. Der Weg war frei von Dämonen. Weder Kappa noch andere. Meine Tante lehrt mich jetzt, Verwundete zu heilen. Euer Vater wäre stolz. Super, guck mal, da hat die Shino doch eine schöne, ehrenwerte Aufgabe bekommen und kann jetzt in Ruhe weiterleben. Ich fragte mich oft, woher dieser Tante Was ist denn dieser scheiß Geschenkealtar? Darf ich euch helfen, mein Herr? Mal gucken, ob der hier irgendwo ist. Fürchte aber nicht. Nicht wirklich. Okay, da muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich ja bei dem Kriegsmensch da vorbei, ein bisschen weiter ins Innere. Zu den Glocken. Hier haben wir ein Geschenkaltar.
Immer in der Nähe von großen Bäumen, ne? Muss ich mir mal merken. Irgendwo, wo so ein richtig fetter Baum ist. Fürst Sakai. Ja, doch. Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürs plant, Hochi. Das will ich sehen. Norio, der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach, jetzt Fürst Sakai? Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Eines dieser Dächer sollte gehen. Hergehört. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Bringt eure Familien. Schnell. Bitte, alle zu. Hier, perfekt. Vergewissert euch, dass alle hier sind. Familie, Freunde, Nachbarn. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Kommt alle her. Nicht weglaufen. Fliehen wir in den Sumpf, verirren sich die Leute. Werden getrennt. Leichte Beute. Fehlt noch jemand? Haltet alle beisammen. Ein Tempel. Dort können sie sich verstecken. Räuchergefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht und reicht als Deckung. Norio und Hochi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld, nicht den Dörflern. Mein Herr, wir haben alle versammelt. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen, wer beschützt diese Leute? Ich tue, was ihr sagt. Haltet die Naginata bereit. Ich schulde euch einen Krug Sake für Hochis Gesellschaft. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai. Bitte, herhören! Tut, was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Schnell! Alle Mann zum Tempel! Muss ich die jetzt auch anstecken? Das wäre... interessant. Verstehe. Steht doch schon drin. Bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich wieder eine längere Geschichte hier, weil ich wahrscheinlich total verkacken werde. Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Ich verstecke mich im Kornspeicher. Sieht aber nicht nach einem Kornspeicher aus. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich mögen die Mongolen Rauch. Hol ihn nichts, Alter.
Komm schon. Das war nur eine Druckwelle. Komm schon. Das gespeichert? Was ist passiert, Dorio? Ich habe gekämpft. Ein Mongole schlich sich von hinten an. Hochi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapferer als viele Samurai, die ich kenne. Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Ihr tragt keine Schuld. Norio. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Diesmal stank einer von ihnen nach Sake. Ich fühlte Hände, die mich hochzogen, aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Er war hungrig, verwundet, aber er kämpfte so sehr. Norio, ihr müsst das nicht. Doch, ich muss. Sie ließen ab von mir und nahmen Enjo. Sie holten meinen Bruder. Alle Männer, die nach Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle tot. Außer mir.
Sie verdienen zu leben. Aber ich verdiene den Tod. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Viele Male. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen auf uns. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht. Ja, nicht so schön, ne? Ja, das war nicht so optimal. Gut. Armer Kerl. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Nicht abgeschlossen. Da will ich dann schnell nochmal hinreisen. Wir müssen herausfinden, was im Zedern-Tempel vorgeht. Mal zu den Tomori-Toren und dann mal gucken, was im Zedern-Tempel vorgeht. Das mit den weißen Blumen ist schon übel, ne? Frage ist nur, komme ich da auch so hoch? Es muss ja nicht immer so ein riesiger Kletter sein. Aber ich befürchte, es wird genau da enden. Habe ich da... Kann ich nicht da... Was? Hallo, ich würde gern... Aua. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Die Frage ist nur, komme ich da auch so ran? Muss ich da so hinkommen? Er sieht so nah aus und ist im Endeffekt doch so fern. Hier ist nix.
Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht lang muss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sag mal. Ist der vielleicht doch. Warum wieder hier runter? Verstehe ich nicht. Da bin ich jetzt leicht überfragt. Hallo, ich habe doch nach links gedrückt. Ja, muss jetzt nicht rennen. Super. Ja, haben wir den Schrein auch gemacht. Kein Thema. Ich wollte eigentlich nur zum Schrein hinreisen. Das beim nächsten Mal machen, aber komm. Die paar Minuten kann man sich mal gönnen. Habe ich hier doch noch Holz gesehen zum Abgrasen? Lingusterholz. Kriege ich nur eins, ne? Schade. So. Die Frage ist, wo geht's weiter? Nächstes Mal weiter. Tschüss, Leute.